Hallo Leute, ich habe heute mal die Sommerfrisur aufgelegt und zwar passend zu den Helmen, die ich euch heute zeige, nämlich die neuesten Chat-Helme, die es bei Louis zu kaufen gibt. Es gibt, glaube ich, wenige Helmvarianten, die so polarisieren wie Chat-Helme. Warum ist das so? Weil die einen das Ganze natürlich positiv sehen als sommerliche und auch stilsichere Variante für Chopper, Cruiser, Classic-Bikes oder Roller. Und andere sehen eher den Helm ohne Kindschutz und dementsprechend als unsichere Kopfbedeckung. Nichtsdestotrotz, ich zeige euch jetzt mal die fünf neuesten Chat-Helme bei Louis. Angefangen mit dem Nex XG20 Purist. So heißt er tatsächlich, der Name ist ein bisschen kompliziert. Warum Purist? Ja, aber er ist relativ einfach gehalten. Er besteht aus einem Fiberglas-Mix als Außenmaterial. Das heißt für euch da draußen schon mal, das ist ein ziemlich leichter Helm. Also kein Schwergewicht, was ihr da rumtragen dürft. Riesenvorteil für die von euch, die vielleicht einen etwas kleineren Kopf haben. Dieser Helm wird in zwei verschiedenen Helmschalengrößen hergestellt und das wiederum heißt kleiner Kopf und nicht zu großen Helm, den ihr dann im Endeffekt mit euch rumfahrt. Sieht ja auch mal ein bisschen komisch aus. Ja? Ja, es gibt ihn genau in dieser einen Farbe, klassisch matt-schwarz. Auch klassisch mit diesen drei Druckknöpfen in der Front, um dann nachträglich auch gerne noch so ein kleines Sonnendach zu befestigen. Gegen die Sonne aber erstmal allgemein hilft die integrierte Sonnenblende. Und das ist schon mal ein ziemlich cooles Feature. Ja, wie ihr sehen könnt, sieht er auch innen drin ziemlich cool aus. Ja, auch so ein bisschen in klassischen Retrofarben gehalten. Und dieses ganze Innenleben, das ist das Besondere wiederum, lässt sich einmal komplett rausnehmen. Also wenn ihr den im Sommer richtig vollgeschwitzt habt, dann könnt ihr das auch mal richtig schön durchwaschen. Ja, und für den sicheren Halt auf dem Kopf sorgt dann der klassische Doppel-D-Verschluss. Damit passt der Helm jeden Tag wirklich perfekt an euren Hals. Ja, und dieser Helm ist tatsächlich schon nach der neuen Prüfnorm ECE 2206 geprüft. Auf zu Nummer 2, der MTR DemiChat 5 Evo. Warum Evo? Das ist ein sehr erfolgreiches Modell, was wir bei Louis schon ewig verkaufen. Aber da es ja jetzt diese Umstellung der ECE-Norm für Helme gibt, ist der eben weiterentwickelt worden. Und der hat jetzt auch die neue Prüfnorm 2206. Was kann das gute Stück? Das ist ein ABS-Helm, also grob gesagt ein Kunststoffhelm. Aber was jetzt gerade im Vergleich zum ersten schon auffällt, der hat ein Visier. Soll heißen, wenn das Wetter mal ein bisschen schlechter ist, dann habt ihr hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Windschutz als auch Regenschutz. Eine Sonnenblende ist natürlich auch mit eingebaut und die ist bei dem ziemlich cool zu bedienen, nämlich hier an der Seite über dieses Rädchen. Das heißt, hier könnt ihr wunderbar auch mit behandschuhten Fingern diese Sonnenblende dann aus- bzw. einfahren. Ja, und für den guten Halt hier sorgt ein klassischer Ratschenverschluss. Damit habt ihr immer so ein ganz kleines bisschen Spiel, je nachdem, was ihr gerade am Hals tragt. Klassiker mit neuer Norm. Gibt es übrigens in mehreren verschiedenen Farben. Schaut euch doch einfach mal um. Bist du jetzt im falschen Clip gelandet? Nein, keine Angst. Es geht immer noch um Chat-Helme. Auch wenn der hier offensichtlich gar keiner ist. Das ist der HJC I20. Sieht aus wie ein Integralhelm, ist aber keiner. Ist und bleibt ein Chat-Helm. Was macht den aber besonders? Natürlich dieses Kinnteil hier. Das ist rausnehmbar. Ich zeige euch das jetzt mal. Gibt es hier an der Seite einen Knopf und hier natürlich auch. Und dann habt ihr dieses Kinnteil in der Hand. Wichtig ist, dass dieses Kinnteil diesen Helm, wenn es eingebaut ist, nicht zum Integralhelm macht. Er ist und bleibt ein Chat-Helm. Das heißt, der hat die Prüfung als Integralhelm nie absolviert. Also es wurde nie auf Kinnschlag geprüft. Was bringt das Ding dann? Naja, auf jeden Fall einen zusätzlichen Witterungsschutz, also wenn es kalt ist, wenn es regnet, dann seid ihr im Endeffekt natürlich deutlich mehr geschützt. Und so ein bisschen so ein Windabweiser ist hier unten auch noch mit drin. Es wird den Helm mit Sicherheit ein kleines bisschen wärmer machen. So, zurück zum Chat-Helm selbst. Der hat natürlich ein Visier mit drin, leicht getönt und im Lieferumfang enthalten ist auch noch ein klares Visier. Also wenn das Wetter mal umschlägt, könnt ihr das auch noch tauschen und habt jederzeit klare Sicht. Auch der ist geprüft nach der neuen Norm 2206 und es ist ebenfalls ein Kunststoffhelm, den es allerdings, und das ist ziemlich besonders, in drei verschiedenen Helmschalengrößen gibt. Also das heißt auch wieder für Leute mit kleinen Köpfen, ihr tragt nicht so einen massigen Schädel mit euch rum. Ja, und ansonsten, hier sorgt auch ein Ratschenverschluss für den sicheren Halt auf dem Kopf.
Und nun auf zum Shui, unserem klassischsten Vertreter unserer Chatfilm-Vorstellungsrunde heute. Warum klassisch? Ja, weil der wirklich so überhaupt keinen Schnickschnack hat. Auch die wirklich kleinste Helmschale von allen Helmen hier hat. Extrem leicht ist, also der wiegt tatsächlich gerade mal ein Kilo. Den gibt es, übrigens aus Fiberglas, auch wiederum in drei verschiedenen Helmschalengrößen. Also für die kleinen Köpfe unter euch auch wieder schön schmal. Mit einem kleinen Visier mit drin. Klar zum Durchgucken. Und ja, gibt es bei uns in vier Farbvarianten in so klassischen Retrofarben eben auch. Und das Ganze dann auch noch matt gestaltet. Sieht also richtig, richtig gut aus. Und hier, standesgemäß, sorgt für den sicheren Halt ebenfalls ein Doppel-D-Verschluss, der jeden Tag wirklich perfekt passt. Und für die, die sagen, nee, hier auf dieses Visier hier kann ich verzichten, ich trage lieber irgendwie so eine klassische Brille, auch daran wurde gedacht. Dafür gibt es hier dieses Halteband, damit ihr natürlich dann den Gummi der Brille wunderbar fixieren könnt. Und jetzt zur wohl fiesesten Optik der heutigen Vorstellungsrunde, zum Scorpion Covered X. Und seid mal ehrlich, der sieht schon ganz schön gemein aus, aber das macht ihn auch so besonders. Hier ist es das gleiche wie beim HJC. Soll heißen, dieses Kindteil hier ist rausnehmbar. Ich mache das wieder mal. Einmal hier und einmal hier. Dieser Helm ist und bleibt aber ein Chat-Helm. Also auch hier gab es keine Kindschlagprüfung. Das Ding schützt aber wiederum vor Wind und Wetter. Ja, und zusätzlich hat der Helm natürlich auch ein leicht getöntes Visier und das schützt euch dann auch zuverlässig vor der Sonne. Ja, ansonsten auch ein Fiberglashelm, zwei verschiedene Helmschalengrößen, also das macht es für kleine Köpfe auch wieder angenehm. Und hier gibt es den festen Halt auf dem Kopf einmal durch einen klassischen Ratschenverschluss. Den zeichnet definitiv die fiese Optik aus. Auch von dem Modell haben wir verschiedene Farben im Sortiment. Schaut euch doch einfach mal um. So, nun habt ihr sie gesehen, die fünf Neuheiten, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Von ihrer Ausstattung, ich bin nicht auf jedes Detail eingegangen, haben sie eine Sache definitiv noch gemeinsam, nämlich die Innenfutter sind wirklich immer rausnehmbar, waschbar und dementsprechend, ja, könnt ihr sie wunderbar reinigen. Nichtsdestotrotz, es gibt so kleine Mittelchen, weil ich glaube nicht, dass ihr, wenn draußen die Sonne scheint und ihr Motorrad fahren wollt, ihr ewig warten möchtet, bis dieses Innenfutter trocknet. Da gibt es so kleine Helferlein, die unterstützen da wunderbar. Und es gibt natürlich auch hier und da noch diverse Belüftungen, die habe ich jetzt auch nicht im Detail erklärt. Probiert sie doch einfach bei Louis mal aus. Und probiert sie vor allem, ob sie euch passen und ob sie zu eurem Bike passen. Aber die Auswahl ist selbst über diese fünf hinaus noch riesig, riesig groß bei uns. Also viel Spaß